Lubos, Gianni, 0:0 beim SV Kosmos Eichstätten. Schwierige Woche hinter euch, vor ein paar Tagen noch auf der Beerdigung vom Egon Landgraf. Da rückt der Sportliche in den Hintergrund. Wie schwierig war es für euch heute hier, das alles auszublenden und auf den Punkt wieder Leistung zu bringen? Ja, ganz schwierig. Ja. Die Hintergründe kann man nicht einfach wegradieren, das ist schon klar. Das ist für alle und vor allem für den Verein ein Riesenverlust, ein Riesenloch hinterlassen hat, nicht zufühlbar ist, sage ich. Und ist schwierig, die Jungs dann auf der anderen Seite zu konzentrieren, was Sportliches ist, wenn private Dinge gehören. Wir sind immer noch im Materienbereich und das ist schwierig, sich konzentrieren auf sportliche Dinge, wenn sowas passiert. Ja. Hier 0:0. Erst der halbe Stunde hatte da meiner Meinung nach mehr Spielanteile, mehr Chancen. Nach 30 Minuten war es aber vorbei mit der Herrlichkeit. Woran liegt es? Licht und Schatten ändern sich hier von Minute auf Minute. Ja, wir sind nicht noch ganz klar zusammengewachsen. Wir haben mal wieder heute mit ganz anderer Aufstellung gespielt. Wir haben wieder andere Leute auf verschiedenen Positionen ausprobieren müssen. Wir suchen nach wie vor die Anfangsformation und das ist halt in die Situationen dann sichtbar. Ja. Dann sind Minuten, wo das klappt und sind dann natürlich krasse Außenseiter wie heute zweite Halbzeit und in erster Halbzeit. Ja. Aber wir haben, glaube ich, genauso viel Anteile gehabt wie die Eichstätter. Nach den vergebenen Elfmeter, glaube ich, haben wir uns ins Spiel eingefunden, haben wir auch mehr Anteil, haben wir uns auf ein paar Chancen rausgespielt, aber nichts zwingend. Ja. Wir sind noch zu ungeduldig, wir sind unzuruhig bei Abschluss, fehlt die Cleverness und das ist halt in der Liga, halt, wenn jemand so einen drin hat, der die Ruhe bewahrt und den Ball einschiebt, dann ist das einfach besser. Lubos, nächste Woche viel Glück in Ostersbach, mehr Erfolg und dann sprechen wir uns bald wieder. Danke dir. Paolo Mavros, Trainer vom SV Kosmos Eichstätten. 0:0 daheim gegen den Absteiger Deo Kallichhausen. Verschossenen Elfmeter. Wenn man glasklare Chancen nicht viele hat oder nicht unterbringt, muss man zumindest einen Elfer unterbringen, Paolo. Wie ist deine Meinung nach den 90 Minuten? Ja klar, besser wäre es schon. Aber man hat auch beim Tobi gesehen, die letzten 2-3 hat er geschossen. Die klare Chance, die haben wir nicht gemacht. Und wenn du kein Tor schießt, dann kannst du das Spiel auch nicht gewinnen. Ganz einfach. Vielleicht geht es in Ordnung, das 0-0, kann man sagen. War ein bisschen schwach, aber von den Chancen haben wir mehr gehabt. Aber wir haben es halt einfach nicht reingemacht. Und ich glaube, der, der das 1-0 gemacht hätte, der hätte das Spiel gewonnen. Ja, aber es liegt nicht nur am Elfmeter. Zuletzt jetzt dreimal unentschieden, Paolo, warst 2 Wochen weg im Urlaub. Jetzt geht es dann zu Viktoria Augsburger Aufsteiger, der zuletzt in Lechhausen gewonnen hat. Wird nicht leichter. Nein, das wird auf jeden Fall nicht leicht. Der Aufsteiger, der gegen uns Pokal auch gewonnen hat, darf man auch nicht vergessen. Natürlich wird es nicht leicht, aber wir wollten heute mit ein bisschen aggressiver spielen, so wie vorige Woche. Leider, das ist keine Entschuldigung, aber mit dem Becker praktisch, mit dem Greif und mit dem Reiser habe ich 3 Säulen verloren. Das hat man auch gesehen, das war einfach zu brav. Das war einfach zu brav, schade halt, aber unentschieden sowieso nichts. Ja. Und mei, jetzt musst du halt wie hoffen, dass du nächste Woche auch 3er machst. Ja. Wir tun einfach auf der Stelle Trappen. Mehr machen wir nicht. Das ist das Problem. Aber gut, mal schauen. Aber Lechhausen, gut, die wollen auch mit oben spielen und Gott sei Dank haben wir nicht verloren. Das war wichtig. Aber schade, du musst halt die Chance machen, dann gewinnst du das Spiel. Paolo, danke. Wir sehen uns nächste Woche bei Viktoria Augsburg und dann mehr Erfolg. Danke. Danke.